Hallo, meine Freunde, und damit auch wieder herzlich willkommen hier zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 im Forstprojekt. Heute, also diese Woche eher gesagt, wieder allein im Wald mit dem Tilo. Naja, nicht ganz allein. Aber mit mir ja. Und mit Randy. Hi, Leute. Ja, na, ganz allein mit Tina. Aber Klicky ist wieder unterwegs mit dem LKW. Ach, diese Samstagsarbeiterei. Das ist wirklich. Naja. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich glaube, wir haben hier. Ach so, du hast ja 8 Meter Stämme gesägt und ich habe die Voller. eingelagert. So, warte mal. Muss ich mal wieder einfinden hier. Das ist immer so ein ordentlicher ist. Ah ja, doch, der hat die ja eben geschmissen. So. 8 Meter waren so. Naja, genau. Nicht 57? Ja, oder 57 eben. Ich glaube, der ist ein bisschen lang hier. Hier liegen auch noch welche in der Mitte. Ja, hier hinten lagen halt auch noch welche. Da liegen auch noch welche, ja. Die kann ich mir auch erstmal snacken. So, komm ich mal hinter gedüst in Lichtgeschwindigkeit. Aber warte mal. Ach, die hast du schon geschnitten hier. Siehst du? Ich hatte schon einen Haufen vorgeschnitten. Dann nehmen wir doch mal den hier. Uns gleich als erstes ran. Boy. Na, komm. Ey, sag mal, was hat er denn? Keine Ahnung. Was soll er denn? Er will nicht. Will nicht. Ne. So, da muss er aber mitkommen. Ups. Macht er denn heute hier? Was ist jetzt der? Ja. Das war jetzt der. So, wir haben ja gesagt, wir machen hier erstmal ein Buschen die diese Lagerstätte hier etwas voll und ja, da müssen wir mal schauen, dass wir die dann gescheit abtransportiert kriegen. Oder beziehungsweise, ob wir die halt eben dann häckseln hier oder so. Sollen wir mal gucken, wie ist denn der Kontostand? Ich bin gerade nicht als Admin eingeloggt. 67.000. 70.000, naja, das ist ja nicht so schlecht. Warte mal. Ist das hier? Oh, hier ist aber komisch geschnitten. Moment. Musste mal gucken, weil die sind nicht original hier. Welche? Die da zwei da vorne. Den hast du zwar schon mal da durchgeschnitten, aber das ist ein bisschen länger wie 8 Meter. So. Jetzt dürfte es passen. Wenn du die vorderste Seite nimmst. Gucken wir mal hier. Hier den Rotz noch gleich ein bisschen wegräumen. Die ganzen Spitzen nicht rumliegen. Können wir ja auch alle mit häckseln, wenn das dann. Schön drin bleiben. So. So. Es gibt ja Neues in der Welt. Der eine hier ist auch noch nicht geschnitten. Warum hast du Abgesehen jetzt nicht davon, gleich dass. alle? Warum hast du jetzt nicht gleich alle geschnitten, die hier liegen? Ich hab doch hier alle geschnitten. Nee. Der ist Den, nicht den, also. geschnitten, wo du gerade Warte mal. draufläufst. Ja, klar, war gern. Den habe ich ja extra jetzt zurecht geschnitten. Ich will ja nichts sagen, aber. Das sind 8,60 Meter. Hättest du einfach in der Mitte nochmal durchgekappt. Jetzt hast du halt auch nochmal ein paar Pläne. Das passt schon. Der ist hier geschnitten, sehe Der ich ist schon. nicht Der ist noch geschnitten. nicht geschnitten hier, ja. Nö, von der Welt. Nö, eigentlich nicht so viel. Rasten halt alle im Belau aus. Das war schon länger her. Mega unten ist ein Kran umgekippt. Aber ansonsten gibt nichts Neues in der Welt. Nee. Naja. Immer wieder dieselbe Problematik, was man jeden Tag auf und ab in den Medien hört. Da haben sie sich schon mal drauf eingeschossen. Ja. Das ist ja wieder ein Highlight.
ist. Geschnitten. Ah, da auch den geschnitten, das geschnitten, hier geschnitten. Oh, Moment, da klappt noch ein bisschen Gesüßel dran. Warte. Ne? Ja, warte. Nein! Was machst du? Ich muss den so rum hier reinschmeißen. So. Was macht er denn jetzt? Jetzt macht er gar nichts mehr. So, jetzt. Jetzt so. Ist er. So, hier waren wir ja da noch dabei. So, hier die olle Spitze noch. So, und dann wollen wir mal schauen, was wir noch Schönes kaufen können hier. Beziehungsweise, was dann als Nächstes kommt. Ach, wieder auf der falschen Seite angefasst. Mann, ey. Modtechnisch gibt es leider auch nichts Neues. Nö. Von dieser riesen Säge, die wir hier haben, gab es zwar ein Update, aber das war jetzt nicht gerade das Highlight, das kann man jetzt auch noch reinnehmen. Die Riesensäge? Eine Fräse, nicht Säge, Fräse. Okay. Die wir hier haben. Was ist da geupdatet worden? Irgendwie die Kantlobe jetzt Bäume hoch normal zersägen. Also irgendwie in ganzen Stücken. Mhm. Aber das ist dann echt für die Vernichtung gedacht. Und ich weiß gar nicht, was da noch irgendwie gefixt wurde. Okay. Irgendwie sowas. So, deaktivieren wir das mal kurz hier hoch mit dir. So, haben wir hier wieder. Ja, jetzt sind wieder die Magic Bäume, genau. It's magic. Gibt's ja noch normale Bäume, wenn ich mal fragen darf. Ist ja Wahnsinn, ey. Haben schon einen guten Kahlschlag gemacht hier, muss man sagen. Mhm. Allerdings sind hier auch Fehlbäume drin, besonders gleich. Ja. Das ist ja das Problem an der Sache. So. Hier irgendwo lag noch ein ganz kleiner. Das wird der Hackstock. Der Hackstock? Hackstock. Ja, für den Kamin, das Kaminholz. Muss er irgendwo, also, muss er irgendwo hier, wenn das klein schneidest auf 30 cm, musst du das doch noch hacken. Das kannst du nicht so reinhauen in den Kamin. Das wird nichts. Geht alles. Nee, nee, nee. Das brennt nicht. Genau, schön in die Mitte. Da wo es nicht stört. Und dennoch. Ah, der ist auch gesägt, das ist gut. So, mal schauen, aktuell können wir die Bäume ja nur verkaufen, ne? Wir haben ja noch nichts. Wir können die Bäume nur verkaufen, ja, und wir können so auch in Sägewerk schaffen und Paletten produzieren. Das geht auch, dafür müssten wir dann das Hackschnitzel, was wir ja nur haben, erstmal hochschaffen, weil da braucht er ja Brennstoff. Hm. Das kann man theoretisch auch schon machen. Das kann ich ja mal machen dabei. Das kannst du mal machen dabei. Du weißt ja noch, wo es war, sag mal. Oder? Räum den einen noch weg hier und dann fahre ich mal fix das Hackschnitzel hin. Und kann ja mal die anderen Bäume da hinten, die noch da liegen, kann ja mal da noch ein paar aufladen. So, und dann hat er erstmal Hackschnitzel und hat erstmal Bäume.
Also das Sägewerk. No. So. Gut, dann. So, warte mal, das hier. Weißt du, ob der Auflieger, der Holzauflieger, ob der hinten noch eine Deichsel, ob der hinten noch eine Kupplung hatte? Ne. Da bin ich überfragt. Nee, der hat hinten noch eine Sattelplatte. Hm. Gut, dann fahr ich erstmal nur das Hackschnitzel hin. So, warte mal. Das war jetzt bei Sägewerk. Das ist ja direkt um die Ecke, ne? Beim Hof oben drüber. Also einfach da halt raus, hoch. Welche Feldnummer? Wo ist denn unser Hof? Da, wo die Tanke ist, würde ich sagen, oder? Landhandel, Sägewerk. Das Sägewerk ist ja da oben drüber, wo du jetzt hinfährst. Das war es halt nicht. Wir müssen jetzt zu den von Maru. Das war dann bei. Ich gehe mal davon aus, das ist Feld 10? Könnte Feld 10 sein. Da unten, hm. Ja, irgendwie, du musst erstmal beim Hof vorbeikommen. Da eigentlich nur die Straße nach oben folgen, ja, ist das gar nicht. Na, fahr ich mal dorthin. Ich muss hier rum. Alter, was macht denn der Anhänger? So, auf zum Hof. Erstmal durch den Kreisverkehr. Ja, an der Straße rein theoretisch eigentlich noch folgen. Ist aber nicht Feld 10. Ne, dann war es ein anderes. Ist komm nicht ich da runter zu Feld 10? Nee, Feld 10 ignorieren, sondern einfach jetzt auf der Straße, wo du durch den Hof bist, einfach weiterfahren. Die endet dann oben irgendwann und da ist das Sägewerk. Die endet in so einem Tunnel, ja. Ja. Hm. Warte mal. Das ist ja, wo ich gerade bin, auf da, wenn du die 9 drückst. Du bist ja oben rausgefahren, ne? Mhm. Hier ist aber das Sägewerk, nochmal so zur Info. Also, du hast es gefunden. Ja. Gut. Ich kann das Moped nicht starten. Genau, hier war ja der Typ mit seinem Hund. Ja, oder der mit seinem Hund. Da war mal, was ist denn das? Moped geht nicht? Nein, kein Benzin mehr drin. Das ist geil. Das ist ja, Junge, die Simme, die verbraucht, ey. Ja, ja. Ich bin ja noch ein paar andere, aber. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, wo das jetzt hier genau rein muss. Genau, hier muss das rein und da kommt. Da kommt's raus, okay. Nee. Oh. Wieso nicht? Sägewerk geht nicht. Steig mal in den LKW. So, Abladetrigger drauf. Ist ich, ja. Oh. Muss man das verstehen, oder? Aber lauf mal rein in den, lauf mal hier rein. Da stimmt was oder? Nicht. Jetzt häng ich, oder? Ich glaube, da stimmt was nicht. Ich laufe mal hier rein. Nein, hier hinten, wo du abladen wolltest. Ach so.
Kannst du ganz normal reinlaufen? Ja. Also, dass hier so eine Schwelle ist. Guck mal, wo ich bin. Wo bist du? Über dir? Naja, ich sehe dich ja nicht immer. Siehst du mich jetzt? Ja. Ich stehe genau vor dir. Also, na. Aber wenn du jetzt im Fahrzeug siehst, dich wieder. Sag mal, was ist denn das für ein Gülle hier, ey? Das ist eine sehr verpackte Karte, würde ich mal sagen. Was geht denn das Sägewerk nicht? Was ist denn das für eine Scheiße? Hm. Ist mir aber ganz ehrlich, ne. Was ist das jetzt hier? Das ist ja nur eine Aufladestelle hier, ne? Ja. Da laden wir hier falsch ab. Ne, hier vorne kommt. Ja. Ne. Schön, keine Anzeige hier, sollte die Trigger nicht da sein. Das Anzeige ist auch nicht da? Nö, nur wenn du hier normalerweise hier davor gehst oder so, ist auch nichts. Ja. Kaufen muss man das nicht erst? Nö. Gibt's nichts zu kaufen. Ja. Gut. Vielleicht das Sägewerk schon mal flach, aber es ist kein Problem. Setzen wir beim nächsten Mal einfach so ein separates Sägewerk. Von Maru. Das ist ja einfach platzierbar, ne? Richtig, ist einfach platzierbar. Das finde ich dann extrem halt scheiße, dass das nicht geht. Hm. Ja Leute, wenn ihr es wisst, irgendwie in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, warum, wieso, weshalb nicht. Also ist auf jeden Fall ein bisschen tricky hier. Ja, das war's aber auch schon mit der Folge. Ja, dann sehen wir uns an dem Schrauben morgen wieder, wenn ihr mögt. Das Däumchen alle nicht vergessen, bei Pino mal vorbeischauen. Und in dem Sinne, auf der Renne. Tschüss.